Guten Abend. Anyway TV sendet heute aus den Räumlichkeiten des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Köln, Jugendbüro muss man wahrscheinlich sagen in Köln, um zu sprechen über Queerness und Queerfeindlichkeit an Schulen. Und in der Tat müssen wir aus Köln gar nicht so weit rausgehen in den ländlichen Raum, um zu sehen, dass Söhne dafür für andere Jungs zu schwärmen, unter Hausarrest gestellt werden. Das weiß das hiesige queere Jugendzentrum Anyway. Und mehr noch, seine BesucherInnen geben an, zu zwei Dritteln queerfeindliche Gewalt, physisch oder verbal, in der Schule bereits erlebt zu haben. Kürzlich hat sich in Dortmund, binnen weniger Tage, haben sich drei Fälle von queerfeindlicher Gewalt an Schulen gehäuft. Grund genug für uns zu fragen, bedarf es mehr queerer Aufmerksamkeit an Schulen? Wen müssen wir, wenn ja, vor Ort in die Mangel nehmen und in die Verantwortung, um hier eine fortschrittliche Entwicklung einzuleiten und anzukurbeln? Dazu begrüße ich gleich zu Beginn ganz herzlich hier zu meiner Rechten, eurer Linken. Max Diem ist da und Robin, die über die schulischen Umfelder berichten werden. Das freut mich sehr. Danke für euer Kommen. Guten Abend auch an hier zu meiner Linken von der FDP heute Abend bei uns, Julian. Wir bleiben beim freundlichen Du, insofern macht der Nachname, tut ja noch nichts zur Sache. Habt ihr wahrscheinlich in der Bauchbinde. Und von der linken Jugend ist Vincent direkt neben mir. Kommen aus zwei Parteienhintergründen, die sich zuletzt bei der Landtagswahl auf die Fahnen geschrieben haben, queer inklusive Jugendarbeit auszubauen. Danke auch spontan fürs Erscheinen. Wir haben alle Parteien oder parteinahen Verbände, die wir eingeladen haben, haben es nicht so spontan wie ihr, ich kann es Ihnen nicht vorwerfen, geschafft, hier jemanden zu senden. Ihr seid hier, das freut mich ganz besonders. Herzlich willkommen. Und last but not least, hallo auch an vom Wissen ist Respekt Aufklärungsteam Claudia. Und Claudia, wenn ich dich richtig weiblich lese, stimmt das mit deinen Pronomen überein? Ja. Dann freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist, um diese Runde quotentechnisch ein bisschen zu ergänzen. Das ist eigentlich sehr schade, aber umso schöner, dass du da bist, aus der ehrenamtlichen Aufklärungsarbeit von Anyway-Projekt Wissen ist Respekt. So, ich würde ganz gerne gleich zu Beginn, um im Grunde in Medias Res zu gehen, um im Thema einzusteigen, Max, dich fragen, wie erlebst du momentan deine Schule, die Zeit in deiner Schule? Du bist auf einer Berufsschule. Genau, also ich bin jetzt seit Oktober letztes Jahr auch dort geoutet. Und ja, also die Reaktion von meinen MitschülerInnen größtenteils war noch, ja, okay, akzeptieren wir oder ist uns halt egal. Aber auch seitens der Lehrkräfte gab es die eine oder andere Person, die halt doch dagegen war und versucht hat, mich halt irgendwie runterzumachen, zu sagen, ja, das stimmt nicht, komm gefälligst in weiblich gelesenen Klamotten und mir halt dauerhaft auch irgendwie Namensschilder, Zettel etc. halt extra mit meinem falschen Namen gegeben hat, einfach um mich, um mir zu sagen, ja, hey, du bist nicht Max, und auch irgendwann meinte, wenn ich halt nicht in weiblich gelesener Kleidung komme, dass es mir als Fehlstunden angerechnet wird. Darf ich fragen, warst du da schon mal unter anderem Namen bekannt oder bist du an der Schule bereits als Max erschienen? Okay. Nee, ich habe als mit einem anderen Namen da 2020 angefangen, die Ausbildung zu machen. Tat das weh? Ja, also es ging so weit, dass ich irgendwann gedacht habe, also eigentlich will ich nicht in die Schule, beziehungsweise auch gesagt habe, okay, wenn ich Fehlstunden habe, gehe ich erst gar nicht zu dieser Lehrkraft, was natürlich dann notenmäßig und auch klausurmäßig mich ein bisschen runtergezogen hat, beziehungsweise es so weit ging, dass ich halt Prüfungen oder sowas gar nicht erst geschafft habe. Es klingt, als hätte es Selbstzweifel bei dir geschürt. Wie bist du damit umgegangen? Also es ging irgendwann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, ist es wirklich irgendwie doch der richtige Weg oder soll ich einfach sagen, ja, egal, ich lebe so wie die 19 Jahre vorher, ungeoutet, in weiblich gelesener Form in dem Sinne und versuche mich halt in dieses Weltbild irgendwie zu drängen, damit halt sowas nicht passiert. Was hat das mit dir gemacht, frage ich mich gerade. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in irgendeiner Form mich dann so isoliert von den anderen wahrnehmen würde, dass ich vielleicht einen gewissen Hass gegen Heteronormative entwickeln würde, vielleicht die zurückexotisieren, pathologisieren würde. Ist das so eine Art, damit fertig zu werden, das dagegen anzukämpfen für dich gewesen? Also ich habe auf jeden Fall
KurskameradInnen aus der Ausbildung irgendwie gemieden. Ob meistens, wenn ich mich mit Leuten halt doch getroffen habe, waren es irgendwie queere Jugendliche aus dem Anyway. Ja, also ich würde sagen, so in gewisser Weise stimmt das schon. Ja. Was würdest du dir aktuell am meisten für deine Situation wünschen an dieser Schule? Ja, einfach, dass auch gerade Lehrkräfte vor allem in sozialen Berufen halt irgendwie dafür sensibilisiert sind und halt nicht solche Sachen irgendwie machen, weil ich finde, vor allem in sozialen Berufen, das halt überhaupt nichts zu suchen hat, aber auch generell in Schulen, weil die Lehrkräfte ja meistens nicht wissen, was bei den Jugendlichen überhaupt privat irgendwie los ist. Mhm. Kannst du dich an einen expliziten Fall, eine Situation erinnern, die du gerade vielleicht nochmal schildern möchtest? Vielleicht fällt das auch schwer, aber wenn du magst, dass wir nochmal vielleicht so ein Gespür dafür entwickeln, was du täglich da durchgemacht hast und machst? Ja, also zum Beispiel jetzt, wie gesagt, mit dieser Lehrkraft. Wir hatten einen Tag, wo wir halt auch Gruppen- oder Kursfotos gemacht haben, wo ich dann halt, die meisten weiblich gelesen halt irgendwie ein Kleid oder ein Rock oder sowas anhatten, weil es auch recht warm war. Und ich halt im Hemd und einer kurzen Hose dann da aufgetaucht bin, weil es hieß, zieht das an, worin ihr euch wohlfühlt fürs Foto, wo ihr sagt, ja, das ist temperaturmäßig in Ordnung. Und es ging so weit, dass die Lehrkraft mir verboten hat, aufs Foto zu gehen, außer ich fahre jetzt nach Hause und ziehe mich gefälligst an. Oder ich ziehe Sachen von ihr an. Das wäre dann so ein längeres Kleid gewesen. Und im Endeffekt habe ich mich dann irgendwann breitschlagen lassen und habe weiblich gelesene Kleidung angezogen, nur um irgendwie nicht außerhalb zu stehen, beziehungsweise abgestoßen zu werden. Das war jetzt vor kurzem? Ja. Wie alt warst du? 20. Ja, also als erwachsener Mensch hast du diese Anforderungen bekommen und diese Übergriffigkeit erlebt, also auf deine persönliche Performance bezogen, ne? Und wie du dich präsentieren möchtest, wie du dich anzuziehen hast. Bevor wir auf die Perspektive, die du gerade ansprichst und die dir wünscht, also mehr Sensibilisierung bei Lehrkräften, bei Personal an Schulen eingehen, wo auch Claudia was zu sagen hat, bleiben wir mal kurz bei anderen SchülerInnen. Robin hat sich gedacht, wie entkräfte ich solche Strukturen und kam mit einer ganz witzigen Idee um die Ecke, Robin. Was ist dir gekommen? Also ja, ein Freund von mir und ich haben eine Queer-AG in meiner Schule gegründet. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber unser Ziel ist es halt, uns dafür einzusetzen, dass halt in der Schülerschaft Informationen und durch Informationen Akzeptanz von queeren Menschen geschaffen wird. Und insgesamt ist unser Ziel auch, dass sich unsere Schule halt für dieses Siegel Schule der Vielfalt halt bewerben kann und Und an welchem Punkt seid ihr da gerade? Was steht gerade an projektmäßig? Also im Moment organisieren wir eine Pride Week, wo wir uns halt überlegt haben, dass wir halt im Foyer an unserer Schule halt einen Stand aufbauen und jeden Tag da halt dass da Vertreter der Queer AG in den Pausen sitzen und halt interessierte Schüler halt aufklären können über halt jeweils die verschiedenen Themen der Thementage. Wir haben uns überlegt halt, dass wir montags halt zu lesbisch oder schwulen, ja, dann Dienstag zum Thema Asexualität oder Aromantik, Mittwoch zum Thema Bisexualität, dann Donnerstag zu Transmenschen und am letzten Schultag, also am Freitag, gehen wir auf nochmal queer allgemein ein. Und dann haben wir nächstes Jahr noch andere Sachen geplant, also dann nochmal zu den jeweiligen Awareness-Tagen, die ja über das Jahr verstreut sind, dann nochmal was zu machen oder noch mehr halt zum Pride Month oder zum CSD oder halt mal so zwischendurch so Sachen wie in die Klassen zu gehen und da halt in den Aufklärungsunterricht zu den das vorhandene Angebot zu ergänzen. Das klingt aber ganz plump gesagt, als hättest du ähnliche Situationen beobachtet oder miterlebt an der Schule, die dich dazu bewogen haben. Es muss ja einen Grund geben, dass du gesagt hast, da möchte ich mich für reinknien, noch zu eigenen Schulzeiten, während andere sich vielleicht gar nicht trauen, sich zu outen. Ich muss sagen, ich persönlich nicht, aber halt, ich habe halt andere queere Freunde in der Schülerschaft, bei denen ich halt mitbekommen habe, dass sie Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Was für uns, glaube ich, der wichtigste Punkt war einfach, dass das Aufklärungsangebot unserer Schule halt nur auf Heterosexualität und nur auf Cis-Personen eingegangen ist. Und alles, was dann halt über Queerness in der Schule
berichtet wurde, kam halt von der Schülerschaft aus. Also wir haben Referate darüber gehalten oder sowas, aber halt von der Seite der Lehrer bzw. der Lehrpläne kam halt eigentlich nichts. Wo ich diese ganzen Aktionstage irgendwie höre, die du gerade aufgezählt hast, jetzt schon kommende Woche, ist Gendern ein Thema an der Schule? Ich würde sagen, eigentlich relativ wenig. Also wird gegendert, beispielsweise ein Anschreiben an die Eltern, wird das in Aufsätzen erwartet? Von uns wird das nicht erwartet. Ich glaube, in offiziellen Schreiben wird es gemacht. Aber eigentlich so gut wie gar nicht, würde ich sagen. Würde das dir und queeren Menschen an deiner Schule helfen? Hätten die was davon? Was glaubst du? Ich würde sagen, es würde uns schon helfen. Warum würde denen das gut tun? Ja, also ich... halt einfach um die Klarheit, dass es halt auch Personen gibt, die sich nicht halt dem binären Geschlechtsspektrum zuordnen. Zum Beispiel, was auch ein Punkt wäre, zum Beispiel geschlechtsneutrale Toiletten oder sowas. Es gibt halt mehrere nicht-binäre Personen an der Schule und es ist halt, ja. Sichtbarkeit, ne? Ist ein Thema. Julian, ich weiß nicht, wenn du Max zuhörst, was macht das mit dir? Wie hast du das aufgenommen gerade? Ich kann dir sagen, von einer Lehrkraft, die verbeamtet ist, das möchte ich nicht akzeptieren. Und ich finde es jetzt natürlich schade, das jetzt zu hören. Und vor ein paar Monaten vor der Wahl haben wir noch eine Bildungsministerin gestellt, die vielleicht da geholfen hätte können. Jetzt nur noch geschäftsführend, da weiß ich es noch nicht. Aber ich finde es traurig, dass es heutzutage noch an den Schulen vor allem so ist. Du sprichst es schon an, wir werden bald einige Zeit ohne die FDP im Parlament auskommen müssen, ist die Frage. Was ändert sich für uns? Wir sind noch im Landesparlament vertreten. Ja, was im Parlament, das tut mir leid, natürlich, in der Regierung. Gut, dass du mich da verbesserst, aber was wird da sich für uns Queere und für queere Schulkinder zum Schlechteren verändern? Was haben wir zu befürchten? Das kann ich so noch nicht sagen. Ich warte auch auf den Koalitionsvertrag zwischen der schwarz-grünen Regierung und ich werde es mir dann durchlesen und werde dann gucken und das sehr kritisch beäugen, was dann in diesem Koalitionsvertrag stehen wird. Auch die Grünen, so fair muss ich sein, schreiben sich natürlich auf die Fahne. Bei der CDU sage ich aber auch ganz ehrlich, muss man natürlich immer aufpassen, die nimmt das dann gerne wieder die Butter vom Brot sozusagen und da muss man aufpassen, dass es dann am Ende immer noch durchgesetzt wird und durchgeführt wird. Mhm. Dabei ist die CDU für ein Landesantidiskriminierungsgesetz, während die FDP dazu neutral bleibt. Ja, also die Ergänzung der sexuellen Identität am Artikel 3 der Bundesverfassung ist durchaus auch durch die FDP befürwortet. Aber warum nimmt sie hier eine neutrale Haltung ein bei so einem Antidiskriminierungsgesetz, was das Ganze ja nochmal manifestieren würde und dem Ganzen Feuer in den Hintern geben würde? Jetzt hab ich als Julian in der Partei da eine andere Haltung zu. Ich fände ein Landesdiskriminierungsgesetz gut. Meine Partei sagt, wir möchten einen Aktionsplan haben, nationalen, möchten vor allem mit Awareness daran die Leute schulen und nicht gesetzliche Pflichten immer auferlegen. Ich persönlich habe da eine andere Haltung zu, vor allem in staatlichen Institutionen sollte es anders laufen. Ich persönlich habe da jetzt keine Parteihaltung inne. Also wärst da kontrovers durchaus mit der Linie an der Stelle. Ja, natürlich. Ja. Du hast schon angesprochen, es gab das Kultusministerium, ich erinnere mich an die Haushaltsdebatte 2017, da war die FDP mit Joachim Stamp als Integrationsminister auch für Kinderbelange zuständig, Gelder zur Verfügung stellen, mehr als genug, besonders für queere Aufbereitungsarbeit und Aufarbeitungsarbeit. Er hat sich bei verurteilten Opfern des alten Paragraphen 175 entschuldigt. Aber wie passt das dazu, dass wir 2022 jetzt in der Erhebung des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland NRW, der einen Fragekatalog zur Landtagswahl formuliert hat, da jetzt lesen müssen, dass laut dessen die FDP gleichgültig gegenübersteht einer Schwerpunkt Staatsanwaltschaft speziellen Anlaufstellen bei Justiz und Behörden wie Polizei zum Beispiel für queere Menschen?
Marc Buschmann vertritt hier als Justizminister die Haltung, dass es natürlich strafrechtlich bereits abgedeckt ist unter dem Beleidigungsparagraphen und auch Gewalttaten sind bereits abgedeckt, Mobbing ist bereits eine Straftat. Dementsprechend ist es manchmal nicht immer notwendig, für alles einen eigenen Paragraphen zu fordern oder einen neuen Straftatbestand aufzumachen. Das ist hier die FDP-Haltung. Jetzt, Buschmann ist im Bund, ne? Aber gerade in NRW sind wir eben mit unter Schlusslicht, was das angeht. Ne? Also queere Anlaufstellen bei Behörden zum Beispiel. Ne? Und da frage ich mich halt irgendwie einfach, weil du jetzt auch ein paar Mal gesagt hast, ja, man sollte vielleicht da, ne, gesetzlich braucht es das dann auch noch. Da haben die andere Gremien, die greifen, andere Institutionen. Ist das so ein bisschen der Markenkern der FDP, wie wir sie gerade erleben? Also nicht dagegen sein, auf automatische Entwicklungen hoffen und sonst ist man nicht mehr liberal genug? Oder wie soll ich das verstehen, diese Neutralität? Nee, also wir haben beispielsweise in den letzten 5 Jahren in der Landesregierung die queere Arbeit auf Rekordniveau gefördert. Wir haben den Haushalt hier extrem angehoben. Wir haben queere Bildung gefördert. Wir haben das Anyway mitunter, solche Jugendprojekte mitgefördert, queere Geflüchtete, die Flüchtlingsarbeit. Und es macht nicht immer Sinn, wie gerade eben schon gesagt, explizit für, jetzt ist es jeden Bereich immer ein eigenes Gesetz zu fordern, sondern die jetzige Gesetzeslage deckt es ja bereits ab, da die Justiz deutlich mehr zu schulen, auch noch mehr in die Aufklärung zu gehen und auch hier noch mehr Awareness zu schaffen. Ich glaube, dass das die Problematik ist, dass man hier wirklich noch eher angreifen muss und nicht eine Gesetzeslage, die schon besteht und eigentlich ergreifen müsste, nochmal explizit ein eigenes Gesetz zu schaffen. Aber wenn sie dann nicht greift oder nicht an den richtigen Stellen ansetzt, dann wäre jetzt einfach mein Standpunkt, führt eine Neutralität vielleicht dazu, dass Leid bestehen bleibt. Und insofern finde ich das, was du sagst, sehr erhellend. Aber ist das nicht ein Spagat, den du da hinlegst als Sprecher der, korrigier mich, liberalen Queers? Genau, ich bin der Landesvorsitzende liberalen Schwulen und Lesben. Das immer wieder zu verhandeln mit generellen FDP-Punkten. Bist du da also irgendwo parteilich gerade für uns ist gestrandet? Natürlich der schöne Punkt, als Liesel sind wir ein eigener Verband. Wir gehören zwar der FDP an, wir gehören satzungsmäßig, haben wir ein Antrags- und Rederecht und ich sitze auch für die FDP mit im Landesvorstand. Dennoch, wir sind ein eigener Verband und müssen immer nicht die gleiche Beschlusslage haben wie die FDP. Drum, wir beispielsweise fordern ein Landesdiskriminierungsgesetz, aber jetzt bin ich hier natürlich für die FDP da und muss die Beschlusslage der FDP verteidigen. Wie gerade eben schon gesagt, als Privatperson und als Liesel-Landesvorsitzender habe ich da immer wieder eine andere Meinung zu. Schätzt du für uns mal die Erfolgsaussichten ein, dass ihr euch da durchsetzt innerhalb der Partei? Wir setzen uns in vielen Fällen sehr gut durch, beispielsweise queere Bildung, dass auch beispielsweise wir die Förderprojekte in die feste Haushaltsführung haben wollen, das war eine Forderung von uns, dass es nicht mehr jedes Jahr neu oder mit einer Landesregierung neu verhandelt werden muss und dann beispielsweise das Anyway spitzen muss, ob sie noch Förderung haben oder schlau NRW und das ist für mich sehr wichtig, da es ein fester Bestandteil der Förderung ist. Aber was Gesetzeslage betrifft, ich bin kein Jurist, da haben wir viele, viele andere in der Partei. Einer von wenigen in der FDP, genau. Genau, haben wir viele, viele andere in der Partei, das Klischee erfüllen wir leider doch. Die Juristen setzen sich dann doch häufiger durch. Und wie gerade eben schon gesagt, wenn wir bereits eine bestehende Gesetzeslage haben, kann ich auch natürlich den Punkt verstehen, dass man sagt, wir wollen jetzt nicht eine explizite neue Gesetzeslage schaffen, die vielleicht auch nochmal für gesetzliche Unsicherheit auch am Ende sorgt. Ich finde, dass da wirklich die Awareness innerhalb der Polizei und der Staatsanwaltschaften deutlich erhöht werden muss, dass man da auch wirklich nachgeht. Genau, jetzt steht ja noch zwischen den Zeilen von Gesetzen stehen ja auch etlich viele Dinge, also einfach, ne, eine Haltung, die einer Partei zugrunde liegt beispielsweise. Und wenn du jetzt hörst, Betroffene sagen, Gendern hilft ihnen, wäre das Grund genug für dich, es deinen ParteikommilitonInnen zu empfehlen, ans Herz zu legen? Ich verbiete das Gender nicht. Ich lasse es natürlich jeglichen frei zu gendern. Gesetzlich ist aber aufzuindoktrinieren, fände ich da wieder definitiv falsch.
Nun gut, wie würdest du das einordnen, Claudia, an der Stelle? Ist das was den Braten irgendwie oder was das Ganze ändern würde an der Schule? Machen wir das an sowas wie Gendern fest, an solchen Hard Facilities oder brauchst du eigentlich ein ganz anderes Umdenken als solche Auferlegungen? Ich würde sagen, Gendern ist ein Bereich unter vielen, mit dem man zeigen kann, dass man offen für queere Vielfalt oder generell für Geschlechtervielfalt ist. Mhm. Und Geschlechterrollen aufbrechen möchte. Aber natürlich ist mit dem Gender nicht getan. Also man kann so viel gendern, wie man will. Wenn da homophobe Vorurteile in den Köpfen der Menschen sind, dann ändert das Gendern da auch nichts dran. Also es ist ein Punkt, mit dem man Offenheit nach außen zeigen kann, aber es reicht natürlich nicht aus, um es ist nicht der einzige Aspekt für ein queerfreundliches Umfeld. Und quasi weitere aufklärerische Queer-Arbeit, die dann explizit heteronormative MitschülerInnen erreicht, ist das was für die überhaupt genug Relevanz hat, um sich damit zu beschäftigen? Wie schaffst du die als Teil des Wir-Teams? Also inzwischen ist tatsächlich eine relativ hohe Relevanz da bei Jugendlichen. Also ich mache solche Aufklärungsarbeit früher bei Schlau und jetzt seit 4 oder 5 Jahren bei Wir. Langer Zeit und ich habe eine Entwicklung bemerkt. Also früher war da die Relevanz bei wenigen da, also Menschen, die sich selbst mit ihrer sexuellen Orientierung auseinandergesetzt haben und vielleicht Leute, die queere Menschen im Umfeld hatten, aber das waren wenige. Inzwischen ist es so, durch neue Medien, TikTok, Instagram, haben die Jugendlichen sehr viel Kontakt, also Online-Kontakt zu queeren Menschen und sehen die auch als Vorbilder oder als Idole und deshalb ist da ein größeres Interesse da. Also ich weiß nicht, ob nur deswegen, aber es ist ein größeres Thema bei Jugendlichen und ich merke einerseits, wie viel mehr Vorwissen die haben. Also vor 10 Jahren war es gut, wenn eine Gruppe vielleicht wusste, was schwul, lesbisch, homosexuell, bisexuell bedeutete. Mhm. Und heutzutage kennen die von pansexuell über aromantisch und demisexuell alle möglichen Begriffe. Mhm. Die ich teilweise selbst nicht so ganz genau kenne. Aber das ist schon krass, welches Vorwissen da manche Jugendlichen mitbringen. Einfach, weil die das sich selber angeeignet haben, weil es ja schon irgendwie relevant ist. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, ist, dass sehr viel mehr Jugendliche von sich sagen, dass sie sich nicht in Schubladen einsortieren wollen. Also, dass sie nicht sagen, ich bin hetero oder ich bin homosexuell, sondern sagen, ich schaue einfach mal, in wen ich mich so verliebe. Ich bin 15, 16, 17 Jahre alt. Ich weiß noch nicht, wie ich mich entwickle, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hetero bin. Ich kann ja noch gar nicht wissen, wie ich mal später sein werde. Mhm. Also, dass sie da einfach viel offener an ihr Leben herangehen, das finde ich eine sehr schöne Sache. Das ist schön zu hören. Gleichzeitig gibt es ja aber auch, wenn du Vorbilder ansprichst, Lil Nas X zum Beispiel ist ja jetzt ein Musiker, der queere Elemente irgendwie kommerzialisiert. Und queere Ästhetik. Es gibt aber auch Einflüsse wie YouTuber Ron, der irgendwie, also eigentlich alles breittritt, was so von klassischer Männlichkeit so zu überliefern ist und was ja auch sich auch irgendwie bei Kindern und Jugendlichen verinnerlichen sollte. Wie rennst du gegen so ein Narrativ an? Ist das was du aufgreifst in der Arbeit in den Schulen? Also sowas wie toxische Männlichkeit oder starre Rollenbilder. Das greifen wir natürlich schon auch auf in unseren Workshops. Also ich versuche immer so ein bisschen zu vermitteln, dass es eigentlich allen hilft, wenn man solche starren Rollenbilder aufbricht. Also da profitieren ja nicht nur queere Menschen von, sondern im Prinzip können sich dadurch ja alle Menschen freier entfalten. Ob man damit alle erreicht, ist halt immer die andere Frage. Also ich habe in meinen Workshops tatsächlich nicht den Anspruch an mich, dass ich jeden Menschen zum Nachdenken bewegen kann. Mir reicht es, wenn das bei der Hälfte oder einem Viertel der Leute passiert, weil auch damit ist schon was gewonnen, aber man kann auch mit solchen Workshops leider nicht alle Leute davon überzeugen, sich für Queerness einzusetzen oder weniger homophob zu sein. Wenn wir jetzt nochmal, das haben wir jetzt gerade angesprochen, mehr in das stadtpolitische Bild gehen, was ja auch für dich auch eine Rolle spielt. Ihr werdet von der Stadt Köln gefördert, ne? Das ist auch gut so. Wenn du dich damit beschäftigst, wo würdest du sagen, wenn wir jetzt die Geschichte von Max hören, wo tappt unsere Stadt im Dunkeln? Wo irrt sie im Dunkeln und wo tappt vielleicht auch unsere Schulpolitik, auch wenn sie in den letzten Jahren im Kultusministerium queerfreundlicher geworden sein soll im Dunkeln? Was verstehen wir noch nicht, damit dass es da ankommt? Also bei diesem Beispiel habe ich mich tatsächlich gefragt, warum diese Lehrkraft noch auf
Jugendliche oder junge Erwachsene losgelassen wird. Also so jemand sollte meiner Meinung nach nicht unterrichten dürfen, weil also das ist nicht eigentlich nicht mit dem Beruf vereinbar. Ich bin selber Lehrerin und wenn ich so mit meinen SchülerInnen umgehen würde, ich glaube nicht, dass ich dann lange in diesem Job bleiben würde oder ich wäre einfach nicht richtig in diesem Job. Und ja, das, also ich finde es auch erschreckend, dass es keine Anlaufstelle gibt für solche Erfahrungen. Also das wäre, glaube ich, das, wo ich jetzt spontan sagen würde, das wäre wichtig, dass es eine Anlaufstelle gibt für genau solche Fälle, wo man auch wirklich sicher sein kann, dass man da ernst genommen wird und nicht, dass es irgendwie abgetan wird und gesagt wird, ja, stell dich halt nicht so an, reiß dich mal zusammen oder dass irgendwie runtergespielt wird, sondern dass man, also ja, Lehrer sind halt in der Machtposition und dagegen muss man auch als Schüler, SchülerInnen irgendwie ankommen müssen und das wäre über zum Beispiel eine Anlaufstelle von der Stadt, fände ich eine gute Option, damit da von oben irgendwie Druck gemacht wird, dass sowas einfach nicht mehr vorkommen darf. Genau, also du sagst, das ist ein Unding, dass so eine Lehrerin operiert. Wir hatten im Vorgespräch kurz eben, Julian, das Thema, dass du weißt, dass wie viel Prozent der LehrerInnen nicht eingreifen bei Queerfeindlichkeit? Nur 3 von 10. Ja. Also 3 von 10 Lehrer greifen bei queerfeindlicher Diskriminierung leider Gottes ein. Das sagt zumindest die DJI-Studie von 2017. Und das finde ich heutzutage noch schrecklich, aber wenn ich dann von Max höre, dass Lehrer zu Mobbern sich herauskristallisieren, das finde ich schrecklich und da stimme ich voll und ganz zu. Die Lehrerin hat meines Erachtens in ihrem Beruf nichts zu suchen. Würdest du sagen, Robin, dass das ein Knackpunkt ist an den Schulen? Sind es die Lehrkräfte oder welche Verantwortlichkeiten würdest du benennen? Woran hakt's? Also ich würde sagen, einerseits kann man von Seite der Lehrkräfte auch meine Erfahrung finde es sehr schlimm, dass du so eine Erfahrung gemacht hast. Aber nach meiner Erfahrung ist Diskriminierung von queeren SchülerInnen durch Lehrkräfte kommt vor. Aber es ist deutlich seltener, als dass MitschülerInnen halt homophobe oder transphobe Erfahrungen von Seiten ihrer MitschülerInnen machen. Insgesamt kann man aber auch sagen, dass LehrerInnen halt die Verantwortung hätten, über Queerness in Schulen aufzuklären. Ja. Es steht ja auch drin, dass es unterrichtet werden müsste, aber insgesamt nach meiner Erfahrung in meinem Biologieunterricht in der Aufklärung kam es nicht dran. Bei anderen war es halt so, dass dann ein Workshop gemacht wurde, aber dann auch nur in einem Kurs von 6 in dieser Stufe. Mhm. Und deshalb muss man da auch sagen, ja, also von Seite der LehrerInnen muss da auf jeden Fall auch mehr Sichtbarkeit geschaffen werden. Ja, genau. Und wenn wir jetzt in die Richtung Lehrendenberatung gehen, ja, und Stellen, die schulintern irgendwie konsultierbar sind, dann würde ich mich gerne an zu meiner Linken richten, tatsächlich zu der linken Jugend und fragen, wie passt das denn zu den sonst linken Forderungen und Standpunkten, dass sich hier laut LSDV eben auch die Linke nicht dazu geäußert hat, im Vorfeld dieser letzten Wahl zur Förderung von Beratungsstellen für Lehrende, Lernende und Schulsozialarbeit oder auch Eltern sind zu sensibilisieren. Warum ist man da neutral? Warum hat man das vergessen? Kannst du dir daraus einen Reim bilden? Also wir haben eine Reihe von Forderungen aufgestellt, die sich auf die Schule beziehen, also unter anderem auch eine Revision der Lehrpläne, also mehr queere Geschichte auch in Lehrpläne zu integrieren, also die Geschichte unserer Unterdrückung, aber auch unserer Emanzipation. Warum da jetzt Beratungsstellen für Lehrende nicht mit vorkommen, das weiß ich so genau nicht. Also das Thema Schule, das haben wir auf jeden Fall nicht an sich ausgeklammert, so das ist wahrscheinlich ein Aspekt, der da irgendwo runtergefallen ist. Ne? Ja gut, es gab eine explizite Nachfrage. Da hat man sich dann irgendwie einfach nicht so positionieren wollen. Da können wir jetzt mutmaßen. Nach dem, was du persönlich hörst, Vincent, was würdest du bis hierhin sagen, was scheint dir essentiell wichtig in der in Bildungseinrichtungen in Bezug auf das, Richtungen in Bezug auf das Queer-Thema gerade? Ich glaube, es ist wirklich sehr zentral, Beratungsstellen zu haben, so, es kam ja gerade schon der Punkt, also nicht Beratungsstellen, Anlaufstellen meine ich, also wo die Diskriminierung erlebt wird, in den Schulen, sei es jetzt durch MitschülerInnen, sei es durch Lehrkräfte oder andere Personen, die in der Schule sind, dass man eine Möglichkeit hat,
dass man einen Ort hat, wo man einen Anlauf findet und wo man auch jemanden findet, der auf der Seite von einem ist. Mhm. Weil das ist ja, was man sich wünscht, wenn man Diskriminierung erlebt. Irgendwie, man fühlt sich ausgegrenzt und man möchte erleben, da ist auch mal jemand auf meiner Seite, ne, und steht auch mal für mich ein. Und das ist ganz zentral, so denke ich. Aber auch hier haben wir dann irgendwo eine Diskrepanz zu dem, was die Partei zumindest hier in NRW vorgegeben hat. Also wird ja auch ein anderes Narrativ. Insofern auch gerne die Frage an dich nochmal weiter, ohne da jetzt parteipolitische Konkurrenz irgendwie schüren zu wollen. Wie wird's, und hier passt leider dann das Parlament, wie wird's ohne die Linke für queere Menschen in NRW die nächsten 4 Jahre, 5 Jahre? Also ich denke, jetzt ohne die Linke im Parlament, mit einer CDU-geführten Regierung, denke ich, wird sich nicht groß etwas tun für unsere Lage. Also die CDU ist einfach ein unfassbarer Hemmschuh für die Emanzipation queerer Menschen. So. Und das hat man auch gesehen mit der FDP. Ne? Auch wenn die FDP eigentlich eine sehr queer freundliche Partei ist, hat es nicht geklappt in der CDU-Regierung. Und ich denke, was Ähnliches werden wir auch mit den Grünen jetzt erwarten können. Was hat zum Beispiel nicht geklappt? Was nervt dich? Was hat man nicht umgesetzt bekommen, was wichtig gewesen wäre? Ja, also ich finde, In der letzten Legislatur, zum Beispiel ein Antidiskriminierungsgesetz, ne, ein landesweites Antidiskriminierungsgesetz, nicht schon viel früher angegangen wurde. Mhm. So, ja. Mhm. Jetzt haben wir, wie gesagt, also ne, Sie vermutlich nicht mehr oder ganz bestimmt nicht mehr im Parlament. Dass Sie haben sich natürlich trotzdem im Vorfeld, wenn Sie jetzt auch als Verlierer aus dieser Wahl herausgegangen sind, eben positioniert, unter anderem das Landes-Antidiskriminierungsgesetz befürwortet, aber eben zum Beispiel auch die Grünen. So, und die werden jetzt reinkommen. Provokant gefragt, reicht das jetzt, dass die Grünen mitmachen? Ersetzen die im Grunde da linke Positionen, weil sie mit abdecken? Ich denke nicht. Also die Grünen haben auch viele gute Punkte. Ich glaube, wo wir bei der Linken nochmal ein bisschen einen Unterschied haben mit der Queer-Politik, ist auch, dass wir nochmal das Soziale stärker mitdenken. Ne? Also dass es auch nicht nur darum geht, dass das auch sozusagen, es nicht nur reicht, wenn wir jetzt ganz viele queere Räume haben, die irgendwie zugänglich sind für Mittelschicht und für Reiche und irgendwie für weiße Menschen. Mhm. So, das ist natürlich schon mal mega gut, aber sowas muss allen Menschen zur Verfügung stehen. Ne? Sowas muss auch Menschen aus ärmeren Hintergründen und so weiter. Und ich glaube, das ist was, wo nochmal die Linke einfach einen besonderen Unterschied macht, eben weil wir die Partei sind, die das Soziale im Blick hat wie keine andere Partei. Mhm. Was möchtest du persönlich beitragen innerhalb deiner Arbeitsgruppe in dieser kommenden Periode? Was ist deine politische Arbeit ganz individuell? Mein persönliches Ziel ist, weiter bei mir in der Partei mit meinen Genossinnen, die auch in der Arbeitsgemeinschaft queer sind, dass wir es weiter schaffen, queere Themen noch mehr in den Vordergrund zu rücken in der Linkspartei. Es ist tatsächlich ein bisschen anders bei uns in der Partei als bei den Linken, als bei den Grünen jetzt zum Beispiel oder der FDP, glaube ich. Da haben wir auch bei uns noch viel zu tun, und das ist so auch mein Ziel, dass solche Themen noch zentraler sind. Ne? Weil man nimmt die Linke nicht unbedingt so wahr wie die Grünen oder die FDP als jetzt so eine Queer-Partei, und das würde ich gerne ändern. Ja. Also das, wofür jetzt gerade wir ja einsteht, also für die Elternarbeit, für die Arbeit an Schulen, dass hier irgendwie das reinkommt, was woran es gerade wirklich, also tagtäglich, ich muss sagen, am praktischen Beispiel hapert. Ne? Das ist ja nicht nur reine Theorie. Also wir unterhalten uns jetzt natürlich darüber so auch irgendwie, ne? Wir sind von Gesetzestexten die Rede und so weiter, aber es gibt ja spürbare Gewaltbeispiele. Was kann Politik da jetzt gerade in Köln ausrichten? Das würde ich gerne mal an euch beide nochmal richten. Also habt ihr da gerade Parolen auf euch auf die Fahnen geschrieben, wo ihr sagt so, eigentlich besser morgen als heute? Ja, also das Antidiskriminierungsgesetz, das ist ja erstmal eine Hülle von einzelnen Punkten auch. Ne? Dass wir die nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Ich glaube, dafür seid ihr ganz gutes Expertengremium gerade. Also zuallererst möchte ich ihm kurz widersprechen. Also die letzten 5 Jahre ist es für queere Menschen in NRW deutlich besser geworden, als es vorher war. Wir haben viel umgesetzt, wir haben viel durchgesetzt, auch tatsächlich gegenüber der CDU. Beispielsweise auch eine Bundesratsinitiative zum Abschaffen vom Blutspendeverbot. Das kam hier aus NRW, trotz dessen der schwarz-gelben Landesregierung.
wo die CDU dabei war, da ist die CDU mitgegangen, was den Bund nicht vertritt. Und da muss man sagen, das gegenüber der CDU natürlich durchzusetzen, lag an der FDP. Aber es ist nicht so, dass sich in den letzten 5 Jahren für queere Menschen nichts geändert hätte. Wir haben, wie gesagt, vorhin schon queere Förderung, queere Gesetzgebung im Haushalt auf Rekordniveau angehoben, wo vorher die Verbände gesagt haben, es wäre nie dazu gekommen. Wir hatten vorher eine rot-grüne Regierung und wir haben es deutlich angehoben im Vergleich zu vorherigen Legislaturperioden. Also, dass nichts passiert, es stimmt nicht. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Um mal kurz einzuhaken, aber hier Transident ins Parlament. Also, das war für mich sichtbar während der letzten Wahl, dass hier aus der Linkspartei auch im Stadtgebiet wirklich eine Kandidatin kam, die irgendwie transident sich präsentiert hat. Madeleine Eisfeld, ich wollte den Namen nicht unterschlagen, auf keinen Fall. Dahingehend wäre eben mein erster Impuls zu fragen, wie fühlen sich transident Präsentierende nicht so wohl in der FDP, wie sie es beispielsweise bei den Linken tun? Wir haben auch Transmitglieder bei mir in Liesel und auch in der FDP, die gibt es. Wann erwartest du die erste Kandidatur? Ich hoffe tatsächlich, dass meine Kollegin in Schleswig-Holstein, Stephanie Hufsprung, bald kandidieren wird. Jetzt zur Landtagswahl wollte sie es nicht. Sie wurde mehrfach tatsächlich sogar eher schon fast gefragt oder schon fast genötigt, so jetzt mach mal. Aber sie selber wollte es nicht. Und das obliegt natürlich dem Politiker immer selber zu kandidieren und nicht zu kandidieren. Vielleicht sogar der Politikerin, genau. Also ja, wir haben, allgemein, glaube ich, auch auf Bundesebene wären wir mal froh, wenn außer Maria Agnes Strack-Zimmermann überhaupt irgendwie eine weiblich gelesene Person da in Erscheinung treten würde. Aber genau das führt ja auch zurück zur anderen Frage. Also was haben wir, was für eine Charta würdest du jetzt zugrunde legen? Was muss in der FDP und dann auch auf dem allgemeinen politischen Tableau innerhalb dieses Antidiskriminierungsgesetzes jetzt dann erfolgen in der Tat? Also jetzt generell muss erstmal, finde ich, in den Lehrplänen, auch in der LehrerInnenausbildungen, muss verpflichtend eine Schulung und auch eine Sensibilisierung stattfinden zu queeren Themen. Das gehört da rein und ich finde auch, dass aktive Lehrer da eine verpflichtende Fortbildung auch nochmal haben müssen, weil wir können nicht nur die neuen Schulen, dann dauert es Generationen, bis jetzt bestehende Lehrkräfte darin ausgebildet werden. Und ich glaube, das muss rein. Das stand auch bei uns tatsächlich im Wahlprogramm drin. Und ich sage hier für Köln, hier muss die Trägerschaft muss natürlich auch nochmal sensibilisieren, mehr Sichtbarkeit und mehr Awareness schaffen an den Schulen, vor allem hier in Köln. Und beispielsweise vor kurzem haben wir als FDP hier in der Ratsfraktion den Antrag mit dem Bündnis eingereicht, in neuen Neubauprojekten und auch generell, wenn Renovierungsarbeiten an den Schulen stattfinden, dass auch immer eine gendergerechte Toilette mit eingerichtet werden soll. Das haben wir eingereicht, das war ein Antrag von Stefanie Rufen. Zunächst brauchen wir im Grunde die rot-gelbe Koalition, alles wird gut. Du meinst, es ist rot wie die Linke? Ja. Also ich glaube, bei der Queer-Politik sind wir uns tatsächlich nah. Ich glaube, auf den anderen Politikfeldern, da sind wir ein bisschen zu weit weg, um eine glückliche Koalition zu schmieden. Aber im Grunde könnte man noch festhalten, aber in Sachen Queer-Politik, wenn da eure, deine AG heißt wie? AG Queer. AG Queer, ne, und deinen Verband da irgendwie zusammenarbeiten würden, da ließe sich doch irgendwie, glaube ich, dann was Größeres entstehen lassen, oder? Auf Bundesebene haben wir bereits Anträge zusammen mit den Linken eingereicht, beispielsweise in der letzten Legislatur Artikel 3, das war ein Antrag von FDP, Grünen und den Linken. Ja, wir sind gespannt. Ist es das, Claudia, was, wo du sagst, da gehe ich mit und wenn das dann auch, also wenn wir das Antidiskriminierungsgesetz auf Landesebene haben, dann wird sich für deine Arbeit viel ändern oder siehst du das argwöhnischer? Für meine Arbeit konkret wird sich, glaube ich, erstmal nicht viel ändern, weil... Überflüssig wird sie nicht? Nein, nie. Also ein Antidiskriminierungsgesetz ändert halt erstmal nichts in den Köpfen der Menschen. Also ich würde behaupten, gerade die Jugendlichen, mit denen wir ja arbeiten, größtenteils, die wissen nicht, ob es ein Antidiskriminierungsgesetz gibt oder nicht. Und die scheren sich da auch herzlich wenig drum. Wenn da homophobe Einstellungen vorhanden sind, dann werden die nicht durch ein Antidiskriminierungsgesetz geändert. Was ich aber schon mal gut fände, ist der Vorschlag, dass es Teil der Lehrkräfteausbildung wird, dass die zu queerer Vielfalt geschult werden.
Und auch, dass die bereits vorhandenen Lehrkräfte geschult werden. In den Lehrplänen steht es tatsächlich drin, selbst im Lehrplan für die Grundschule steht es drin, dass über Vielfalt geredet werden soll. Wie das in der Praxis umgesetzt wird, ist halt immer ja, die Frage. Bei dir im Lehrerzimmer? Bei mir an der Schule wird es tatsächlich umgesetzt. Es wurde tatsächlich, also es steht jetzt im neuen Lehrplan 2021, der jetzt zum neuen Schuljahr in Kraft tritt, aber es wurde tatsächlich auch im vergangenen Schuljahr schon umgesetzt. Also ja, ich weiß aber nicht, ob es alle KollegInnen machen. Von einer weiß ich, dass sie das thematisiert hat und das finde ich schon mal super. Aber inwiefern, wie hat sie es untergebracht? Das war im Themenbereich Sexualerziehung, da dann eine Extrastunde zu sexueller Vielfalt und ich glaube, da ging es tatsächlich um die geschichtliche Entwicklung von ja, rechten homosexueller Menschen, was die Kinder auch sehr interessiert hat und ich glaube, das hat die sehr bewegt, dass es, also, dass es verboten war, dass Menschen sich lieben. Also ich glaube, dadurch hat sie die sehr gut erreicht, gerade mit 10, da sind auch noch nicht so viele Vorbehalte da. Mhm. Ich glaube schon, dass es besser ist, Kinder ja, so früh wie möglich zu erreichen. Ich versuche es auch gerade, also ich schreibe den neuen Lehrplan Deutsch an meiner Schule mit oder den ja, Arbeitsplan und ich erstelle gerade eine Literaturliste, wo auch Bücher, Kinderbücher mit queeren Charakteren drin sind, ja, damit die im Deutschunterricht auch genutzt werden, damit die Kinder das von Anfang an als Normalität wahrnehmen und von Anfang an sehen, okay, es gibt Menschen, die lieben unterschiedlich, es gibt Familien, die sehen unterschiedlich aus, sofern sie das nicht eh im Alltag schon mitbekommen. Wir haben tatsächlich auch Regenbogenfamilien in der Schule, also ja, an der Grundschule ist, also an meiner Grundschule ist es da schon, sieht schon relativ gut aus, aber es kann immer noch mehr getan werden. Also ich würde auch behaupten, nicht alle Menschen in meinem Lehrerzimmer sind perfekt zu sexueller Vielfalt geschult und da ist immer Bedarf da und ich glaube, schaden kann das nie. Und diese Schulung kann wie erfolgen? Also, dass du ehrenamtlich nochmal Workshops anbietest oder bräuchten wir dann im Grunde die Gesandten, die auf Staatsnacken dann diese Workshops da ausrichten? Ja, also ich finde es ja auch schon, eigentlich sollte das, was wir machen, nicht ehrenamtlich sein, sondern bezahlt werden. Wir haben auch riesige Probleme, genug Leute zu finden, die die Workshops machen, also genug Ehrenamtliche, weil das halt eben unbezahlte Arbeit ist und wir das in unserer Freizeit machen. Und ich kenne Leute, die machen 3, 4 Workshops in der Woche teilweise, neben Studium, neben einem Job. Also ja, das ist unfassbar viel Zeit, die wir da rein investieren und finanziell kriegen wir da halt nichts raus. Und ich glaube, wenn das bezahlt werden würde und ja, wir da Geld für bekommen würden, dann würden das sehr viel mehr Menschen machen und es würde halt anders gewertschätzt werden. Also, ja. Robin, woher nimmst du die Ressourcen dafür? Jetzt quasi neben deinem, ist das zurzeit Abi bei dir? Ja, also die Ressource, die ich... Ja, jetzt also habe ich halt... Ich die bin Kraft jetzt dafür zu nehmen, jetzt ja. Da noch solche Spirenzchen durchzuziehen. Das ist natürlich wichtig. Aber ich sage nur, ich meine, du hast ja eigentlich, bist du da ja Schüler, ja? Du engagierst dich trotzdem jetzt inbrünstig für dieses Thema, weil es dich sehr betrifft, weil du Beobachtungen gemacht hast, so. Aber woher sagst du irgendwie, nee, das lasse ich nicht, andere machen, da warte ich nicht, sondern das mache ich jetzt ehrenamtlich an der Schule? Ja, also erstmal, ich bin jetzt eh fertig, deshalb hätte ich theoretisch die Zeit, aber ich habe ja damit angefangen, als ich noch im Abi-Stress war. Und da war, weil es mir einfach, ich glaube, es gab jetzt kein ein Ereignis, wo ich halt mir gedacht habe, das ist jetzt der Grund, warum es... warum wir eine Queer-AG an der Schule brauchen. Ich glaube, das hat sich einfach dann so, ja, über Jahre hinweg habe ich selber als queerer Schüler halt miterlebt, dass es nicht, dass Diskriminierung an der Schule gibt, dass es auch die Lehrpläne sehr mangelhaft sind, was das angeht. Und als ich dann mich halt mit anderen ja, queeren Schülern in der Schule ausgetauscht habe, sind wir dann zusammen zu dem Schluss gekommen, so können wir das, also so sollte unsere Schule das nicht machen, wenn wir eigentlich eine relativ tolerante Lehrerschaft und Schülerschaft haben. Und deshalb haben wir dann ja uns für die Queer-AG eingesetzt, auch inspiriert vom Anyway teilweise. Ja. Also seid ihr im Grunde Backstage gegangen, wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt geguckt, okay, was steht eigentlich in den Lehrplänen drin und was will unsere Schule? Das habe ich also schon vor längerer Zeit, es steht ja theoretisch im Lehrplan drin, es muss über Queerness informiert werden bei Sexualaufklärung. Und dann ist mir halt aufgefallen, das deckt sich ja nicht mit meinen Erfahrungen.
generell das meiste an Aufklärung, was ich über queere Menschen hatte, hatte ich aus dem Internet, hatte ich unter Umständen auch über das Anyway, über andere queere Menschen, aber halt nicht durch die Schule. Und im Prinzip ist es ja, also Aufklärung ist ja nicht etwas, was nur Heteros betrifft, das betrifft ja alle und deshalb, ja. Mhm. Aber hier kommen wir ja, also du hast dann auch die, die LehrerInnen, höre ich das jetzt raus, erfolgreich mit ins Boot geholt, die unterstützen das? Ja, also die Queer AG wird unterstützt von mehreren Lehrkräften halt aus dem, ja, die sich für soziale Sachen einsetzen, also die Leiterin der Sozial AG hat dann auch mit die Leitung von der Queer AG übernommen. Die Schulleitung hat sich auch dafür eingesetzt, dass wir halt den Stand aufbauen können, dass wir ein Plakat, dass wir Ressourcen haben, halt um auf uns aufmerksam zu machen. Und ja. Ja. Der Weg zum Oberstudienrat, Oberstudienrätin ist durch Engagement geprägt. Ne? Genau, aber jetzt haben wir im Grunde hier Ansätze, wie ich das, wie wir schulintern was anregen können, ganz praktisch und dann auch nicht nur irgendwie, also die Grundlage, die durch GesetzesgeberInnen gelegt wird, dann auch, ne, also in die Praxis überführen können. Was glaubst du, Max, eine Lehreinheit zu, was Claudia angesprochen hat, zu Sexualerziehung nochmal mehr auf queere Sensibilisierung ausgerichtet. Wie würde das in deiner Schule ankommen, also wenn du mal in deine Klasse denkst? Ja, ich denke mal, also nötig ist es auf jeden Fall, weil man ja auch doch gerade merkt, also auch gerade nach meinem Outing, dass einerseits die SchülerInnen teilweise, manche sind auf mich zugegangen und haben Fragen gestellt, andere, da hat man halt schon irgendwie gemerkt, okay, die wissen gar nichts mit dem Thema anzufangen, haben sich aber auch aktiv nicht getraut, irgendwie nachzufragen und halt der Teil der Gruppe, der irgendwie meinte, ja, das gibt's doch nicht. Das ist wieder nur irgendwie so ein Aufmerksamkeitsding von irgendwelchen Leuten aus der LGBTIQ-Community. Ja, aber auch gerade bei Lehrkräften. Also es gibt einen einzigen Lehrer, der auch, wenn er irgendwas an die Tafel schreibt, anfängt zu gendern etc. Aber der Rest ist halt noch strikt dieses Heteronormative und dieses Cis-Denken und alles außerhalb dieser Bubble gibt es halt nicht. Aber glaubst du, da wäre unmittelbar jetzt eine Offenheit für da? Also könnte ich da jetzt reingehen und sagen, ey, wir sind von wir? Denn ich möchte nur sagen, an meiner Schule, an der ich mal in der UGS tätig war, im Brennpunkt Standardtyp 5, da redet man von Standardtyp 5, insgesamt gibt es wohl 6, also wird als problematisch eingeordnet. Da hieß es dann, also wir möchten schlau und wir hier erstmal nicht an der Schule haben, das führt zu großen irgendwie Diskrepanzen auch mit der Elternschaft. So, ist das was bei dir problematisch werden könnte in deinen Augen an der Schule oder könnte man sagen, nein, wir haben da die Gesellschaft hinter uns und das geht teils, da noch durch? Teils. Also die eine Lehrkraft, die halt auch im Gendern ist, bei der denke ich mal schon, dass man sagen könnte, okay, wir schicken jetzt jemanden aus dem Wir-Team mal in den Kurs von dieser Person. Aber gerade auch bei den anderen Lehrkräften, wie bei der einen Person, da stößt das wahrscheinlich eher komplett auf Ablehnung und da würde man nichts erreichen, beziehungsweise ich glaube, die würden gar nicht erst angefragt werden. Mhm. Fühlst du dich da aber in der Mehrheit? Fühlst du dich so, als könntest du das selbstbewusst ansprechen und anregen? Nein. Momentan definitiv nicht, nein. Mhm. Wäre eine Queer AG denkbar, dass du die jetzt gründest? Würdest du dich dazu imstande fühlen? Ich glaube tatsächlich auch eher weniger, einfach aufgrund dieser Erfahrung, die jetzt da schon ist und mich ja schon gezwungen wurde, einfach nur meine Kleidung zu ändern. Also ich selber würde mich da nicht trauen, jetzt irgendwie den Mund aufzumachen und zu sagen, ja, es muss sich was ändern oder es halt selber anzupacken. Welche Schlüsse ziehst du daraus für den Rest deiner Schulzeit da? Also ich hätte die Hoffnung, dass es sich halt irgendwie ändert, aber ich glaube, wenn da halt nicht wirklich irgendjemand mal offen den Mund aufmacht und sagt, hey, das ist falsch, es muss sich was tun, dann wird sich da definitiv nichts ändern. Also auf jeden Fall nicht eigenständig aus der Seite der Lehrkräfte. Eine Sache interessiert mich noch und das ist im Grunde, glaube ich, euch alle drei betreffend. Wenn wir jetzt einen großen Influx gerade aus der Ukraine haben, die nicht durch exzellente Queerbildung geglänzt haben, wenn wir Multikulturalität an Schulen haben, ist das, provokant gefragt, eine besondere Herausforderung in Sachen Queerness? Oder würdet ihr sagen, das versendet sich und das ist auch genauso für sogenannte Bio-Deutsche ein Thema wie für andere an Schulen? Claudia? Also ich habe bisher keine besonders negativen Erfahrungen mit bestimmten Gruppen, mit irgendwelchen Hintergründen gehabt. Also es gibt
homofeindliche und homofreundliche oder queerfeindliche und queerfreundliche Menschen in allen, in allen Lagern, sag ich mal. Also ich habe da, ja, also ich würde nicht sagen, dass das per se ein Thema ist, was bei bestimmten Menschengruppen mehr auftritt, meiner Erfahrung nach. Was dann ja auch im Grunde zeigt, es ist zumutbar auf dem Land und in der Stadt und in jedem Milieu und in jeder Schule, oder? Wenn ich das da so richtig raushöre und auch jeder Elternschaft gegenüber und ist einfach innerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung vertretbar. Ja, ne? Also ich sag mal, ich komme aus dem Dorf, also in Ostwestfalen, und da ist jetzt mal der Migrationsanteil nicht so super hoch und da habe ich deutlich mehr Homophobie erlebt als hier in Köln, wo ja der Migrationsanteil deutlich höher ist. Also das zeigt halt einfach, dass das Denken der Menschen nicht mit der Herkunft zusammenhängt, sondern damit, wie sie halt erzogen werden, wie sie aufwachsen, womit sie aufwachsen. Und da setzen wir ja an, dass sie halt eben damit aufwachsen, dass Vielfalt selbstverständlich ist. Oder wir wollen, dass sie damit aufwachsen, dass Vielfalt selbstverständlich ist. Und das macht Menschen tolerant und nicht, wo sie herkommen, wo sie geboren werden. Damit kann man fast schon schön schließen. Ich möchte trotzdem noch einmal in die Runde geben. Ich glaube, das betrifft jetzt einfach alle auf einer ganz persönlichen Ebene. Und weil du, Vincent, das eben einmal so schön angeschnitten hattest, was die Selbstemanzipation angeht, dass sich selber irgendwie am Schopf irgendwie so ein bisschen aus diesem Dreck, jetzt landläufig gesprochen, rauszuziehen. Ich hätte von dir gerne ein super schönes Schlussstatement dazu, was du an Selfcare zu empfehlen hast. Wie kann jeder und jede von uns, abhängig von unseren Erfahrungen, sich vielleicht da auch ein bisschen was Gutes tun? Hast du eine Idee? Meinst du jetzt so generell Selfcare? Aus deiner eigenen Erfahrung heraus in Bezug auf das queere Thema? In Bezug auf das queere Thema würde ich sagen... Ihr merkt, ich versuche persönlich zu enden. Ja. Einfach hier, wir sind im Pride Month, auch einfach mal zu sagen, wir sind hier irgendwie als Community zusammengekommen. Wir haben uns alle erarbeitet, an diesem Tisch zu sitzen. Und ich glaube, es ist ganz cool auch für die da draußen einmal zu hören, was sind unsere Tipps auf der Ebene. Ja, auf jeden Fall. Was ich so von irgendwie dem, was ich erlebt habe, ich bin in Köln zur Schule gegangen, habe da auch Diskriminierung erlebt. Aber auch, auch immer wieder gemerkt, die Menschen, die zu mir halten, wie sehr die mich auch mögen für das, was ich bin. Mhm. Ne? Also das ist halt, wo der Schatten ist, sage ich mal, wie schlimm der auch ist, dass da aber trotzdem auch Licht auf der anderen Seite auch immer kommt. Mhm. Und immer wieder geht die Sonne auf. Auch etwas aus dem Cologne Pride, ein Song, der immer wiederkehrt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen. Großartig, Max, dass du die Stimme heute gefunden hast, mit uns darüber zu sprechen, was du momentan erlebst, ja auch immer noch andauernd irgendwo. Da also ganz viel Mut im Gepäck auf jeden Fall. Das respektiere ich sehr und ich glaube, da spreche ich für alle. Danke aber auch an den Rest der Runde. Tolle Arbeit, ihr beiden. Und auch euch alles Gute für die persönliche und gesamtparteiliche politische Laufbahn und Zukunft in dieser nächsten Legislatur, die ja trotzdem für euch relevant bleibt. Ich sage Happy Pride an uns alle und an alle KölnerInnen, die zuschauen, überhaupt alle, die zusehen. Bleibt bunt und gesund. Ciao aus Köln vom Altermarkt. Bis bald.